So, willkommen zum vielleicht letzten Part von Mega Man 4. Zur letzten Wildy-Form. Okay, Pharaoh-Mans Waffe ist aufgeladen. Wir müssen jetzt quasi... ja... hier so rumlaufen, dem Teil, und gucken, dass wir ihn irgendwie, ja, genauso treffen. Na, wo bist du? Na, ah, da war er gewesen. Da war er gewesen. Ja, getroffen. Gut. Okay, ich hätte den letzten E-Tanks eventuell hier verwenden. Ach Mist, da war er gewesen. So, gucken. Das ist der Mist. Er kann manchmal unten sein und manchmal oben. Ja, gut, jetzt war er genau richtig. Komm, noch einmal. Das war ein Blitzsieg, Leute. Das ging jetzt richtig schnell. Sorry, aber das wusste ich auch nicht, dass das so schnell geht. Donnerwetter bei Gott. Haha, Zwinker, hau ab, Danger. Und Wildy verschwindet mal wieder. Wie soll es auch anders sein? Adios, Tschüssikowski, seine Festung explodiert. Mal wieder. Die Welt ist wieder einmal gerettet. Das war's. Und das war's auch mit Mega Man 4. Das ging jetzt... das muss ich sagen, das ging jetzt... das ging verdammt schnell. Boah, das hätte ich jetzt am Ende noch... das hätte ich jetzt am Ende noch reinschneiden können vom letzten Part. Obwohl... wisst ihr was, Leute? Eigentlich kann ich das ja jetzt ins Ende reinschneiden, weil, ja, es sind nicht mal ein paar Minuten vergangen. Und da ist Wildy auch schon besiegt. In knapp einer Minute oder so. Und ich muss nie mehr meine E-Tanks verwenden. Ich muss sagen, der letzte Wildy hier, der war einfach... ich fand den Wildy davor in seinem komischen Raumschiff schon schwerer. Ja, damit wäre Mega Man 4 geschafft. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Und logischerweise kommt jetzt irgendwann natürlich Mega Man 5 Drum. Und dann natürlich Mega Man 6. Ist klar. Es geht natürlich weiter. Und ich weiß, dass diese beiden Teile auch nicht gerade einfach werden. Aber ich werde weiterkämpfen, bis ich mein Ziel Teil 6 erreicht habe. Ja. Oh, da warten sie. Roll und Rush. Und alles ist orange. Staff. Da sehen wir nochmal die ganzen Typis. Die Japaner, die alle mitgearbeitet haben. Ich muss sagen, ist mir gerade aufgefallen, ich habe Brightman trotzdem besiegt, weil ich, bevor ich den Bildschirm verlassen habe, weil er da gestorben ist. Und das, ja, zählt irgendwie. Deswegen habe ich mich da gewundert, warum jetzt plötzlich Wildy da stand. Obwohl ich eigentlich dachte, gut, ich muss jetzt noch Brightman besiegen. Aber dem war nicht der, das war nicht der Fall. Eben wegen dieses kleinen, glücklichen Umstandes. Da ist Dustman von Yusuke Murata. Tja, tja, das ist ein sehr kurzer Part von circa, ja, 5-6 Minuten. Das ist ein sehr kleiner Final Part. Final, gutes Stichwort. Mein Gruß nochmal an Final Level Gamer, an Uncle Wolf, an C-Rex, an Coldy und alle anderen, die dieses Projekt verfolgt haben. Ihr wart ein tolles Publikum.
Das sei schon mal vermerkt. Und wir sehen uns bei Mega Man 5 bis 6 dann wieder. Presented by C-A-P-C-O-M Capcom. Ja. Passiert was? Drück mal Start. Nein, passiert nichts. Okay, Leute, dann war's das von Mega Man 4. Bleibt mir bloß noch zu sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.